Servus Leute und willkommen zurück zu Via Pharma zusammen mit Strahlemann. Servus und hallo. So, weiter geht's am Richtig. Feld. Du bist schon am Hof, du machst jetzt Schweine voll grad, sozusagen. Ja, Schweine mache ich gerade voll. Und weil ich es auch gerade, was mir gerade wieder eingefallen ist. Ja. Bei deinen Videos war auch ein Kommentar, dass jemand findet, dass der Fendt und der Glas nicht gut zu unserem Konzept passen. Genau, der war auch. Das könnten wir eigentlich heute drüber reden. Richtig. Ja, was sagst du dazu? Ja, ich finde, er hat dann das Konzept nicht ganz verstanden, was wir eigentlich vorhaben. Genau. Weil wir kommen ja, es ist klar, dass das Altrussische hier vorweg einmal alles hier war. Und wir kommen halt von Österreich und wollen den Hof ja modernisieren. Also der Fendt und der Glas sind schon die ersten Schritte, was wir eben mitgenommen haben für den modernen Hof. Die alten Sachen hier sind halt noch die Überbleibsel, mit denen wir noch arbeiten. So kann man es erklären. Es ist im Endeffekt so, es gibt, das Konzept habe ich, die Idee irgendwie gefunden, da gibt es nämlich drei Schweizer Landwirte, die nach Weißrussland, glaube ich, ausgewandert sind und die haben dort auch einen sozusagen eine LPG, hat das, glaube ich, heißt das dort, oder dort eine Kommune oder so irgendwas hat das geheißen, übernommen. Und die haben halt auch mit den Maschinen, die dort waren, haben sie halt sozusagen hergerichtet und bla bla. Und ganz minimal haben sie natürlich jetzt mitgenommen. Beziehungsweise was sie halt gemacht haben vor allem, alles was sie neu angeschafft haben, sind halt neue moderne Geräte. Und das ist halt so ein bisschen Echtzeit, glaube ich, dort überall abläuft, meiner Meinung nach. Mhm. Du bist dort, weiß nicht, wenn du dort ein moderner Landwirt bist, wirst du halt mit den alten Maschinen arbeiten, was nur solange du nichts Neues leisten kannst, weil die Qualität halt sie halten, du kannst damit arbeiten, aber du kannst halt nicht damit effizient und so weiter arbeiten. Und das ist halt die Idee von der modernen Landwirtschaft eigentlich, dass du einfach mit weniger beziehungsweise mit weniger Ressourcenverbrauch, halt vor allem Sprit und so weiter, dass du da relativ mehr Ertrag rausholst oder einfach effizienter bist mit mehr Ertrag rausholen. Und das ist halt der Gedanke, wie wir halt auch das Konzept hier von dem Projekt aufzogen haben. Dass wir einfach alt anfangen und uns da mal doch auf leicht normal spielen, nicht auf leicht, wahrscheinlich relativ schnell an Geld kommen. Wir sind zwar jetzt auch schon bei Bart, keine Ahnung was. 40 um und um? Nein, sind wir noch nicht ganz. Nein, wir sind bei. Naja. So viel fällt da nicht mehr. Irgendwo so 36, 37 werden wir gerade sein. Aber wir werden nach den ersten Durchgängen und so weiter, sozusagen nach den ersten Ernten und so, sicher um einiges halt Geld verdienen, weil das hat man jetzt nach der Ernte schon gesehen. Wir haben ja schon die ersten Anschaffungen. Haben wir irgendwas angeschafft? Ja, den Welger haben wir. Den haben wir abgegradet, genau. Das hat aber auch nicht so wenig gekostet, weil da war der Anhänger und so weiter. Richtig, ja. Und haben wir noch irgendwas gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Das Schneidwerk, das für was du jetzt gerade drauf hast? Ja, genau, aber das haben wir mit dem Startkapital, was wir eigentlich gehabt haben, noch so irgendwie. Richtig. Uns besorgt. Und wir wollten eben Schafe noch besorgen? Genau. Also es gibt da immer so einige Dinge, was halt, glaube ich, relativ einfach. Ja, wir werden halt relativ schnell an Geld kommen, gerade jetzt mit Mais auch. Wir werden an Mais in die ersten Parts ernten, das habe ich in meinem Projekt noch nie gemacht, sozusagen. Weil du die Legemaschine brauchst, du brauchst das. Stimmt, die Legemaschine haben wir auch gekauft. Das war auch eine moderne Maschine nachher, die wir erst da gekauft haben, wo wir noch dazugekommen sind, sozusagen. Richtig. Das sind halt so Maschinen. Und wir werden auch die Maschinen, was wir jetzt kaufen werden, werden keine alten sein. Das wären, zumindest bin ich der Meinung, ja. Könntest du natürlich in die Kommentare, und der Strahle kann dann natürlich auch noch seinen Senf dazugeben. Das setze ich mich schon durch. Nein, aber. Ich sage mal, manches Alte kann man auch gerne lassen. Wie zum Beispiel, ich finde den Oral, den kann man. Ja, schon klar. Ich meine jetzt eher in Bezug auf neue Anschaffungen. Halt, wir werden keine neuen Anschaffungen in alte Geräte machen. Das habe ich eigentlich gemeint. Nein, werden wir nicht. Wir werden uns jetzt, keine Ahnung, nicht noch ein Kürewitz kaufen oder einen Drescher oder so irgendwas. Apropos Kürewitz, wir brauchen einen Pflug. Ja, aber erst nur in zwei Durchgängen oder so irgendwas. Ja.
halt irgendwann in so Ende des Jahres, Pi mal Daumen, nein, Spaß. Was? Naja, wir sind jetzt in einem, wir haben jetzt einen für einen Durchgang, haben wir 40 Parts gebraucht. Ja, aber wir haben auch, wenn du denkst, wie lang? 1,5 Monate gebraucht? Was? Ja, für Was? Einen. Naja, für einen Durchgang haben wir 40 Parts gebraucht. Das genau. sind 40 Tage. Naja, und sind wir irgendwann Mitte des Jahres nachher erst beim Flügen. Zum Pi mal Daumen. Ich habe kein Problem damit halt. Was war, ah stimmt, was war noch als Mod-Idee, war, es gibt einen Jahreszeiten-Mod irgendwas. Stimmt, ja. Das soll ganz cool sein, weil du halt dann bei der Ansaat und so weiter aufbaubau, der rast übers Feld. Rast, ich fahr nicht mal 30, weißt du? Das hat so ausgeschaut, ja, ich fahr ja nur so langsam. Deswegen hat es so ausgeschaut. Den Jahreszeiten-Mod, das soll ganz cool sein. Dann müssten wir mal ausprobieren, wie der ganz genau funktioniert. Beziehungsweise vielleicht kann ich mir den einmal von irgendwem im Stream oder sowas auch kurz erklären lassen. Weil ich ja eigentlich nicht wirklich jetzt gerade. Nein, der kommt mir, der kommt mir! Pech! Und ja, na, der stiehlt mein Traktor. Geht nicht der Name drauf. Warte, sicher, ich brauche etwas, bis er wegfährt. So. Spraydosen. Ja, Jahreszeiten-Mod wäre vielleicht interessant. Dass wir reinhauen. Ich weiß ja noch nicht, was der ganz genau macht. Und es gibt jetzt einen neuen, more realistic Mod auch wieder. Ja. Irgendwie. Was der auch macht, habe ich keine Ahnung. Und du hast natürlich der Strahl. Nein, ich habe nichts in der Schaufel. Ja, aber es hat abgeladen. Ja, es war kurz die Animation da, aber es war nichts drin. Ja, dann muss er aber. Jetzt bin ich gespannt, was du noch im Anhänger hast. Weil ich habe 0% vorne auf der Schaufel. Ja, ja, bin gespannt. 5000 Liter solltest du haben. Was? Anhänger? Ja, nachher, wenn, wenn wir abgeladen haben. Ja. Aber es liegt doch nichts am Boden, oder? Nö, ich habe gerade geschaut. Das ist strange. Warum hat der von mal angefangen? Ich glaube, du hast dir nämlich die Schaufel gegeben. Wie viel hast du? Nein, habe ich nicht. Warte, muss mal umschalten. Na, ja, 4999. Okay, dann hat er nichts verloren. Dann war da irgendwie nur ein optischer Fehler. Ein optischer Fehler, genau. Ja, bei den Jahreszeit-Mod geht es nämlich irgendwie, da muss man mit der Ansaat und mit gerade mit der Heuernte und so weiter auch ein bisschen auf das achten. Und das finde ich eigentlich schon interessant. Weiß nicht, ob's fürs Projekt. Kann ich mir ganz gut vorstellen, weil wir halt eher auf ja, gemütlich spielen und jetzt nicht irgendwo, ja, keine Ahnung, wir brauchen da jetzt nicht die Hexe runterreißen und das machen. Es wurde auch schon gesagt, wir sollen einen Praktikanten einstellen und so. Ja. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Halt, man kann natürlich, wenn man irgendwann mal wir hätten jetzt die Arbeit dazu, das sage ich ja mal schon zu sagen, aber es muss halt einfach auch der Mitspieler und so weiter auch passen irgendwie. Und es muss halt auch mit den Aufnahmen passen und so weiter. Wenn derjenige halt auch aufnimmt und so. Ja, nicht unbedingt, der muss nicht aufnehmen unbedingt. Ja. Es muss halt irgendwie, das müssen wir mal so unter vier Augen noch ein bisschen besprechen, wie wir es machen, wenn wir es machen oder ob wir es überhaupt machen sollen, weil es ist halt gemütlich zu zweit und wenn es dann wieder, keine Ahnung, einen Praktikanten sozusagen hast, dann ist nachher auf einmal, ja, okay, der ist zu wenig, dann nehmen wir auch einen dazu und dann hast du schon vier Leute schon fürs Let's Play wieder. Naja, also ich sage mal, zu viel. Ich verstehe aber unter einem Praktikanten was anderes wie einen dauerhaften Mitspieler. Ja, also aber ein Praktikant, oft sich so ein Praktikant zu einem dauerhaften Mitspieler, ich habe das schon oft miterlebt. Ja, aber trotzdem, ich sage mal, wenn jetzt ein Praktikant mitspielt, dann heißt das für mich nicht, dass der immer mitspielen muss. Das stimmt. Also es ist ruhig verzichtbar auf den und genauso würde ich das auch handhaben. Ganz ehrlich gesagt. Ja. Fast Mode. Ich überlege gerade den Anhänger. Hoch brauchst du eigentlich nicht. Ich fahre nachher oben drüber, da kann ich eh kurz aufgeklappt fahren. Das ist nicht so tragisch. Die überlegen gerade, wo du ihn jetzt hinstellen sollst, weil am anderen Feld ist ziemlich Arsch. Ja, fangen wir mal am anderen Feld an. Nein, zuerst mache ich jetzt mal oben das Eck. Ja, fertig. Das Eck fertig, damit ich fertig spritzen kann. Fangst du jetzt ins Grubbeln schon nebenbei an, oder willst du? Ja, ich fange ins nächste Feld. Nö, jetzt nachher das nächste Feld?
Ich hab eh lang genug gedroschen. Oder willst du mal dreschen loswerden wieder? Naja, mir ist es gleich halt. Ich mach das andere Feld auch noch komplett, aber. Na gut, dann dresche ich einfach schnell. Ich bin da. Ich park dir derweil deinen Gruber hier. Das war immer gedacht, du willst den Feld nämlich nicht fahren. Nein, aber ich bin schon gespannt, was für Maschinen wir halt sozusagen. Wohl, alte Geräte? Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Alte Geräte, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Nein, ich will die Idee gar nicht wissen. Ja, da kommt nur ein Scheiß raus, wenn der Strahl Ideen hat. Nein, Spaß. Nein, aber man müsste mal schauen, was man als nächstes für größere Anschaffungen uns leisten würden. Weil das sind Seemaschinen, vor allem gerade so überlegen, glaube ich, dass wir so auf 6 Meter Zeug gehen. Die Traktoren hätten wir danach. Die Fläche jetzt weiß ich zwar noch nicht unbedingt, aber einige so Sachen. Man muss halt mal schauen, dass wir jetzt eine kontinuierliche Produktion auch anfangen, dass man, ja. Ich habe keine Ahnung, vielleicht, dass wir uns auch auf Kartoffeln nochmal hinsetzen und dass wir vielleicht die Maschinen leihen oder so irgendwas nur, dass wir die Produktion der Schweine komplett auf 100% draufbringen. Und lauter so Dinge, man muss das mal ein bisschen überlegen. Weil derweil bringen halt die Schweine eigentlich keine Einnahmen, sondern eigentlich nur Ausgaben. Und dann müssen wir überlegen, ab wann wir nachher verkaufen auch. Ja. Weil zu früh ist halt auch blöd. Und bis wir das erste Mal verkaufen, bringen sie halt genau keinen einzigen Cent. Ja. Meine Idee war, du kennst doch den alten Phantom. Den habe ich im Übrigen, habe ich den dieses den Wochenende. Der ist er, oder? Nein, der neuen 30er Vario. Achso, ist ein Vario schon gewesen. Ist ein Vario, ja, der alte aber. Aber den habe ich jetzt am Wochenende in Real Life gesehen. Das ist ein fette Kuh, bist du der? Ja, Standard, jeder 900er ist ein fette Kuh. Ja, ja. Er ist wirklich so breit und bullig. Du hast halt bei uns oben siehst du eigentlich solche Mördermaschinen eher selten. Ja, eben. Bei uns in der Ortschaft, halt in meiner Ortschaft, ein bisschen häufiger, weil wir ja das Lohnunternehmen in der Ortschaft haben. Aber die haben gerade einen riesen MF und dann Maschinenring fährt halt auch, aber der Maschinenring fährt John Deere. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie fahren wir da rüber? Mit 30, also dort unten ist der Weg rauf, dann fahr ich da. Kannst du mal die Straße sperren? Einmal. Nein, geht schon. Ich hab kein Warnlicht am Traktor auf den. Ja. Ich weiß noch nicht einmal, wie der hochfahren soll. So schief ist der, ist normal in echt, wirst du umkippen. Schau. Schauen wir mal. Was weiter mit dem Ford Bronco da? Was ist zwar nicht draußen. Ist der wahnsinnig. Durchs Gestrüpp durch, schön durch die Kabine und weiter geht's. Nein, so große Traktoren siehst du bei uns halt wirklich nicht, weil wir eher kleinere Schläge haben. Ich glaube, wenn du 2 Hektar auf ein Stück hast oder 3 Hektar hast, dann ist schon viel. Weil bei uns werden die meisten Felder sind das ein paar A. Und da brauchst du halt solche Maschinen nicht. Wo hast du denn sowas gesehen? Im Zwettl. Als? Nur beim Lagerhaus stehen? Oder? Nein, der ist mir entgegengekommen. Ich bin fast was von der Straße. Was hat der gehabt? Einen Kipper. Ja, einen großen Zweiachskipper. Ja, könnte sein, dass er für Maschinen, aber Maschinenring hat eigentlich schon ins, soweit ich weiß, hier oben. Ja, wie gesagt, das war ein alter, also von dem her. Glaube ich nicht, dass er vom Maschinenring hat. Maschinenring hat auch alte Sachen. Nur der Maschinenring hat eigentlich John Deere schon immer, weil die vom Lagerhaus das kaufen. Mhm. Und das Lagerhaus verkauft in Österreich nur John Deere. Und Steyr. Nein, nicht nur. Oh ja. Du kriegst beim Lagerhaus nichts anderes. Also bei uns in Gmünd im Lagerhaus stehen haufenweise Valtras jetzt. Okay. Mhm. Wow, vielleicht sind die jetzt neu dazukommen oder so. Ja, lass ihn da mal stehen, Strahl, das passt schon. Ich falle ja, hätte ich jetzt nicht genau. Ich hoffe, ich komme da gerade. Willst du jetzt weiter dreschen, oder? Ich hätte gesagt, ich mache den Part jetzt noch fertig. Was machst du da? Okay. Nick, hat keiner gesehen. Ja, ich hab keiner hat was gesehen. Nein, ich fahre jetzt noch die Bahn hoch und dann ist eh der Part schon ungefähr zu Ende.
Ja, solche Geräte sind bei uns eher selten, aber sie sind schon vorhanden und teilweise auch sinnvoll. Irgendwann kommen sie aus einer Scheune wieder rausgekrochen. Was? Die Die Geräte? Riesengeräte, ja. Weiß ich nicht. Na was, bei mir ein paar Häuser weiter, du würdest nie vermuten, dass da ein riesen Glasdrescher drinsteht. Ja. Ab und zu hast du solche Ja. Landwirte schon bei uns auch. So, liebe Leute, ich würde aber sagen, das war's für heute. Und ich werde den Strahler in Dresche übergeben, dass er das Feld hier fertig machen darf. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es ja weitergeht, bei We Are Farmers. Bis dann, tschüss. Tschüss, bis morgen.